Was sieht köstlicher aus als eine neongrüne Flüssigkeit? Okay, zugegeben, vermutlich viele Dinge, aber ein Eyecatcher ist die Flasche Midori allemal und ganz ehrlich, irgendwie mag ich das Zeug. Und ich mag Rezepte von John DeBerry und deshalb gibt's jetzt dessen Version eines Midori Sour. Und willkommen bei den kultivierten Tresenwesen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Florian und der Drink, den wir heute machen, ist Ende der 1970er, Anfang der 80er Jahre in der New Yorker Disco- und Club-Szene entstanden und war, ähnlich wie der Amaretto Sour, eine einfache Mischung aus Likör, hier dem Midori, und industriellem Sweet and Sour Mix. Den Amaretto Sour hat Jeffrey Morgenthaler grandios überarbeitet und daraus den besten Amaretto Sour der Welt gemacht. Video dazu findet ihr jetzt hier oben. Das Midori Sour Rezept, welches ich euch heute vorstellen möchte, ist von John DeBerry, einem New Yorker Barkeeper, der sich darauf spezialisiert hat, komplizierte oder geschmacklich wenig anspruchsvolle Rezepte zu vereinfachen und auf den Kern zu reduzieren und sie so zu köstlichen Drinks zu machen. Einfacher als in diesem Fall geht's auch kaum noch, denn wir haben nur drei Zutaten, den Midori, Limettensaft und Eiweiß, was hier vor allem für Mundgefühl und Optik des Drinks sorgen wird. Der Midori, das ist übrigens japanisch für grün, ist ein Melonenlikör, ursprünglich 1964 als Hermes-Melonenlikör auf den Markt gekommen und 1978 in Midori umbenannt und dann in den USA in New York City im Studio 54 vorgestellt. Mit seiner neongrünen Farbe und dem sehr fruchtigen Geschmack passte er damals perfekt in die Zeit, spielte aber genau wegen dieser Eigenschaften in der Cocktail-Renaissance Anfang der 2000er keine große Rolle mehr. Dennoch ist der Midori ein interessantes Produkt, für das es wenig Alternativen gibt. Er hat einen hohen Wiedererkennungswert und man kann mit ihm, und das werden wir jetzt gleich sehen, sehr leckere Cocktails machen. Unser heutiger Drink wird geshaked. Wir brauchen also zunächst die Unterseite unseres Shakers und wir beginnen mit dem Limettensaft. Davon brauchen wir 3 Zentiliter. Ja, und dann von unserem Midori Melonenlikör 6 Zentiliter. Ja, jetzt kommt das Eiweiß ins Spiel. Dazu nehmen wir die andere Seite des Shakers. Denn sollte irgendwas mit dem Ei nicht in Ordnung sein oder sollte uns Schale mit reinfallen, dann haben wir hier die Flüssigkeit und das Ei noch getrennt und können, müssen es nicht wegschütten, können da besser arbeiten. Dann haben wir jetzt nämlich so einen Fall, da sind 2 Eigelbe drin. Was es natürlich etwas schwerer macht, das Eiweiß abzufischen. So, hat aber einigermaßen geklappt. Das sollten jetzt je nach Eigröße so 2 bis 3 cl Eiweiß sein, weil hier 2 Eigelbe drin waren, ist es vielleicht ein bisschen weniger Eiweiß, aber ich denke, das wird passen. Wir geben jetzt unsere Flüssigkeiten dazu. Wir verschließen den Shaker ordentlich, denn durch das Eiweiß wird jetzt hier drin Druck entstehen. Und das Ganze kriegt jetzt erstmal einen sogenannten Dry Shake, also ohne Eis. Das Ganze braucht so um die 5 Sekunden jetzt. So, jetzt haben wir das Ganze schon mal ein bisschen aufgeschäumt und vermischt. Und jetzt geben wir unser Eis dazu. Ich habe hier einen wirklich großen Block. Ich gebe den jetzt erstmal in die Oberseite. Und dann habe ich noch normal große 5x5 Eiswürfel. Davon werde ich jetzt einen cracken. Und hier mit reingeben. Ja, der ist jetzt in 3 Stücke zerbrochen. Das ist ideal. So haben wir eine gute Vermischung, eine gute Kühlung. Und vor allem können wir mit dem großen Block das Ganze auch schön aufschäumen. Wir machen den Shaker wieder zu und jetzt kriegt das Ganze nochmal mit richtig Kraft 15 Sekunden.
richtig Schaum gegeben. Normalerweise würden wir das jetzt in eine vorgekühlte Cocktailschale abseihen. Ich mache das heute mal nicht, denn ich möchte euch einfach die Optik zeigen und mit der beschlagenen Cocktailschale würde das nicht gehen. Wir schnappen uns einen Hawthorn und einen Feinstrainer und dann seihen wir den Drink ab. Wenn ihr seht, wie wunderbar schaumig der ist. Leichte Krone noch hinkriegen. Der Schaum ist nicht sehr fest, soll er aber auch gar nicht sein. So, das reicht, soll uns ja auch nicht überlaufen. Ja, dann habe ich hier für euch schon John de Berrys Version des Midori Sour. Ja, schaut euch diesen wunderbaren Drink an. Er klart jetzt von unten langsam auf, hat da diese leuchtend grüne Farbe obendrauf, die wunderschöne weiße Schaumkrone. Also ich finde, das sieht sensationell aus. Ja, jetzt wollen wir auch mal schauen, wie er schmeckt. Das ist beeindruckend. Das ist wirklich. Also erstmal, der Schaum hat eine super tolle Konsistenz. Der ganze Drink schmeckt sehr frisch, super melonig. Die Limette ist absolut im Hintergrund, die balanciert das nur so aus. Na, klar, ne? Also der Drink ist kein Manhattan oder ein Martini. Das ist süß, das ist fruchtig, aber nicht klebrig. Durch das Eiweiß, durch den Schaum super locker. So ein bisschen wie ein Fruchtsorbet im Glas. Ist auch ein leichter Drink. Der Midori-Likör hat nur 20% Alkohol. Also, ich finde, es ist ein einfach zuzubereitender Cocktail, aber mit einem optischen und geschmacklichen Wow-Effekt. Sicherlich absolut was für Gäste auch, die jetzt nicht unbedingt auf die trockenen Spirit-Forward-Drinks stehen. Da kann man den dann auf jeden Fall mal anbieten und ich glaube, dafür wird man eine ganze Menge Applaus ernten. Ein anderer von John de Berry grandios überarbeiteter Drink ist der Blue Hawaii. Habe ich auch schon gemacht. Verlinke ich euch jetzt hier oben. Ja, ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Dann lasst doch ein Like da. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und schaut gerne noch eins der Videos, die jetzt im Abspann gezeigt werden. Zum Beispiel den The Child, der auch mit Midori gemacht wird. Für heute sage ich danke fürs Zusehen. Ich freue mich sehr aufs nächste Mal mit euch. Macht's gut, bis dann. Tschüss.